Ich heiße Lauren und bin in meinen besten Freund Darren verknallt. Ich habe den Taschenrechner vergessen. Ich habe einen. Du hast immer einen dabei, du Streber. Vor einem Jahr habe ich Darren bei einem Footballspiel kennengelernt. Wir saßen nebeneinander und haben uns sofort super verstanden. Wir sind uns mit der Zeit immer näher gekommen und jetzt ist er mein bester Freund. Was soll das? Wenn ich mit Darren zusammen bin, habe ich Schmetterlinge im Bauch. Er ist echt süß und einfach super lieb. Ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich sehr. Hast du schon deinen Talar? Nein. In ein paar Wochen macht Darren seinen Abschluss und sein Leben wird sich radikal ändern. Das macht mir Angst. Ich will nicht, dass eine andere meinen Platz in seinem Leben einnimmt. Da soll mein großer Hintern zwischenpassen? Na klar, du schaffst das schon. Ich möchte unbedingt mit Darren zusammen sein und will ihn jetzt eigentlich schon sehr lange als Freund. Ich glaube allerdings, dass er in einer anderen Liga spielt als ich. Er ist einfach zu lieb, zu schlau und viel zu zielorientiert. Er ist eben in jeder Hinsicht super. Das schüchtert mich schon ziemlich ein. Hast du das alles vorher kleingeschnitten? Ja, und mariniert. Du bist echt gut. Wenn ich diese Chance nicht nutze, werde ich es später sicher bereuen. Darren denkt, dass er mir Tipps für ein Blind Date geben soll, aber in Wirklichkeit sage ich ihm, was ich für ihn empfinde. Wie warm ist es da? Nicht so schlimm. Ich brenne gleich. Heute verliere ich einen Kumpel oder habe endlich einen Freund. So oder so, raus aus der Freundschaftsfalle. Rat von guten Freundinnen. Ich war noch nie so glücklich. Ich fall von der vielen Schokolade bestimmt in ein Zuckerkoma. Ich habe mich mit meinen Mitbewohnerinnen Sarah, Taylor und Jessica getroffen. Wir sind gute Freundinnen und reden über alles. Ich erzähle ihnen, dass ich Darren meine Gefühle gestehen will. Ich werde ihm sagen, was ihr schon lange wisst, nämlich, dass ich ihn sehr mag. Das macht mich echt nervös. Ja, das ist echt krass. Ich weiß. Ich glaube einfach, wenn ich es ihm sage, wird sich alles ändern. Aber ich sollte es ihm sagen, oder? Also, ich weiß nicht so recht. Mag er dich denn auch? Keine Ahnung, wir kennen uns schon so lange, aber er hat noch nie was unternommen. Ich glaube, ich muss es ihm wirklich jetzt sagen. Nach seinem Abschluss wird sowieso alles anders. Darum jetzt oder nie. Hast du keine Angst davor, dass er das nicht will? Klar habe ich Angst. Ich glaube, wenn er Nein sagt, könnte ich gar nicht mehr mit ihm befreundet sein. Das wäre zu krass, wenn er dann mit anderen Mädels redet oder so. Und du kriegst das mit? Ja, das würde mich total stören. Die ganze Sache ist auf jeden Fall riskant, aber wenn du ihn so sehr magst, solltest du das entweder endlich sagen oder ihn vergessen. Hoffentlich versaue ich nicht alles. Wir wären trotzdem noch deine Freundinnen. Echt? Ihr bleibt meine Freundin? Ihr würdet mich nicht auch noch hängen lassen? Heute ist es soweit. Ich treffe mich mit Darren in einem Klamottenladen und bin total nervös. Aber ich freue mich auch. Hey. Hallo. Hey. Hi, wie geht's? Gut, und dir? Gut. Ich bin froh, dass du da bist. Ich weiß echt nicht, was ich anziehen soll. Wir suchen dir was Schönes aus. Ich soll Lauren helfen, weil ich sie besser als jeder andere kenne. Bist du nervös? Total. Du solltest nicht zu viel erwarten. Nur Spaß haben? Genau. Lauren ist echt cool. Sie hängt mit mir und meinen Kumpels ab. Sowas machen die meisten anderen nicht. So ein Mädchen zu finden, ist also schon echt gut. Verdreh nicht die Augen, das wirkt gelangweilt. Ich verdrehe nie die Augen. Wenn du die Beine überschlägst, wippst du manchmal so stark mit einem Bein, dass gleich der ganze Tisch wackelt. Tue ich gar nicht. Doch. Nicht so doll. Sollte ich seine Hand nehmen oder vielleicht irgendwie anders den ersten Schritt machen? Als Mädchen würde ich das nicht tun. Echt nicht? Nicht beim ersten Date. Überlass das dem Typen. Okay. Wo wollt ihr denn hin?
Ins Gatorland. Da gibt's eine Menge Alligatoren. Ich weiß echt nicht, was ich dazu anziehen soll. Wäre ein Kleid unpassend? Willst du mit Alligatoren ringen? Sehr witzig. Was macht man denn sonst da? Wenn ich das täte, wäre das Outfit mein geringstes Problem. Soll ich denn so tun, als hätte ich Angst vor Alligatoren, damit er den starken Mann und Beschützer spielen kann? Also, wenn du ihn süß findest, dann schon. Wenn nicht, dann sei ganz cool. Allein seine Hand zu halten oder ihn zu umarmen, das wäre einfach der Wahnsinn. Das wünsche ich mir schon so lange. Passt es bald? Das dauert ein bisschen, aber ich glaube, ich habe das perfekte Outfit. Ist okay. Nein, später. Jetzt wird's ernst. Hey. Klasse. Meinst du? Super. Gefällt's dir? Und wie? Na dann. Ich bin fertig. Los. Es geht ab. Bist du nervös? Total. Ich habe echt ziemliche Angst. Es ist nur ein Date. Nimm es nicht zu ernst. Ja. Das wird schon. Ich bin... I don't know. Ich weiß auch nicht. Ich bin schon x-mal durchgegangen, was ich sagen will, aber ich weiß es trotzdem nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass ich es ihm sagen muss. Es wird sich sowieso bald vieles ändern und er soll es wissen. Da wären wir. Ja, es ist. Immer schön lächeln. Okay. Nicht die Augen verdrehen. Okay. Amüsier dich und nimm's nicht zu ernst. Okay. Ich werde es versuchen. Alles klar? Ja. Na dann. Hey. Darren, warte. Was? Komm her. Was? Du schaffst das schon. Ja. Wow. It turns out that es ist eigentlich so, dass hier gar kein Dream Date wartet. No Dream Date. Was? Ich hab dich angelogen. Das Date ist für dich. Was? Also, ich mag dich wirklich sehr. Ich. Was? Heißt das, du magst mich auch? Ja. Yes. Oh mein Gott. Okay. Ich kann noch gar nicht glauben, dass das alles wirklich passiert. Ich habe mir das so lange gewünscht und jetzt ist der Tag gekommen. Ich kann es echt kaum glauben. Mochtest du mich schon immer oder erst seit kurzem? Ja, schon eine ganze Weile. Und du hast nie was gesagt? Was hätte ich denn sagen sollen? Wie meinst du? Hey, da sind ja Alligatoren. Wie meinst du, was hätte ich denn sagen sollen? Ich weiß auch nicht. Du machst mich eben nervös. Wenn ich es mir recht überlege, hat sie mit mir geflirtet. Aber sie ist sehr hübsch und ich habe mich einfach nicht getraut. Oh crap. Oh my gosh. Ich hab Angst, die sehen gefährlich aus. Mach mal so. Nein. Los. Nein. Das war schon. Mein Herz rast. Willst du echt mein Freund sein? Ja. Du magst mich also? Ja, klar. Ich fühle mich wahnsinnig gut. Alles ist genau so, wie ich es haben wollte. Und Darren ist jetzt mein Freund. Einen Monat später. Wir sind jetzt seit 4 Wochen zusammen und ich hatte noch nie so einen tollen Freund. Es ist wirklich sehr schön. Das ist total lecker, oder? Ja. Unsere Beziehung läuft echt gut, weil wir uns unheimlich gut verstehen.